Erlkönig. Wir sind wieder bei der ersten Silberstrom-Rallye hier in Schneeberg und jetzt habe ich eine Motorsport-Ikone vor mir zu sitzen. So behaupte ich das mal, Alfred Gorny. Ist das so richtig mit der Motorsport-Ikone? Normalerweise bin ich ein kleines bisschen bescheiden. Ne? Wenn man mich als Rallye-Experten bezeichnet, dann kann ich damit locker leben. Aber das sind doch schon ziemlich viele Geschichten, die ich so gehört habe, die man so über den Rallye-Sport berichtet, wo Sie mit einer Rolle gespielt haben. Also so unbekannt sind Sie dann nicht. Gut, reden wir mal über eine Rallye. Ich kenne nun die Formel 1. Da fahren viele Autos im Rundkurs und das war's dann im Prinzip. Einer geht als Erster übers Ziel und dann ist die Veranstaltung zu Ende. Wie sieht's denn bei einer Rallye aus? Ist das im Prinzip so was Ähnliches? Es geht natürlich auch um Geschwindigkeit, aber eine Rallye ist schon für den Betrachter eine etwas kompliziertere Angelegenheit, weil man den direkten Vergleich zwischen zwei Konkurrenten nicht mit dem Auge erkennen kann. Eine Rallye, hier die Silberstrom-Rallye, führt zum Beispiel über eine gesamte Strecke von 120 Kilometern. Und diese 120 Kilometer sind aufgeteilt in zwei grundverschiedene Teile. 35 Kilometer laufen auf abgesperrter Strecke, also wie eine Rennstrecke. Dort zählt jede Zehntelsekunde Fahrzeit. Die Fahrer im Auto geben ihr Bestes und fahren so schnell, wie es irgend geht. Dazwischen, zwischen diesen einzelnen abgesperrten Wertungsprüfungen, bei der Silberstrom-Rallye sind es 8, da haben wir Verbindungsetappen im öffentlichen Straßenverkehr. Das werden morgen etwa 60 Kilometer sein. Und dort fährt man einfach von einer gesperrten Rennstrecke zur nächsten im normalen Straßenverkehr. Das heißt, man muss alle Verkehrsregeln achten. Das Auto entspricht auch allen Regeln eines straßenzugelassenen Autos. Es ist ganz normal versichert, es muss beim TÜV gewesen sein und alle Abnahmen hinter sich haben. Und diese zwei Punkte, Normalrollen im Straßenverkehr und richtig volles Gas geben, kommen beim Rallye-Sport zusammen. Die Wertungsprüfung ist also abgesperrt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und die normalen Verbindungsetappen, die sind nicht abgesperrt. Also da kann ich dann als Normalfahrer dann auch möglicherweise überholt werden durch ein Rallye-Fahrzeug. Sie können vom Rallye-Fahrzeug überholt werden. Und wenn Sie munter drauf sind, können Sie auch ein Rallye-Fahrzeug selber mal überholen auf so einer Etappe. Wie gesagt, es gelten die ganz normalen Straßenverkehrsregeln. Nun gehören ja bestimmt auch einige Leute dazu. Ich lese hier, bis zu 170 Sportwarte sind bei so einer Rallye im Einsatz, zumindest hier. Was machen die denn alle da? Die meisten kümmern sich um die Sicherheit aller, die im Bereich der Strecke anwesend sind. Das sind einmal die Fahrer, für die muss die Strecke abgesperrt werden. Da darf eben kein Zuschauer auf der Strecke herumlaufen. Da darf kein Jagdpächter aus einem kleinen Waldweg kommen und auf die Strecke gelangen dürfen. Dafür sind Sperrposten da, die dafür sorgen, dass die Strecke tatsächlich exakt und sauber abgesperrt ist. Das ist ein Teil der Sache. Wir haben aber im Sicherheitsbereich dann zum Beispiel auch am Start jeder Wertungsprüfung einen Arzt, einen Rettungswagen. Wir haben Funker entlang der Strecke, die durchgeben ständig, wenn ein Auto passiert ist, sodass, wenn mal ein Auto von der Strecke rutscht, man spätestens nach vielleicht 30 Sekunden merkt, der ist jetzt bei uns nicht vorbeigekommen, dann schlägt der Funker Alarm, dann wird er gesucht. Wenn der in der Wiese steht, beide sind ausgestiegen, geht die Rallye weiter. Aber wenn etwas passieren sollte, ist man sofort dabei. Wir haben Feuerwehrleute, wir haben Sanitäter, Funker und eine Menge Spezialisten, die helfen. Zu den 170 Funktionären, die dabei sind, sind dann natürlich auch Leute, die sich direkt mit den sportlichen Abläufen beschäftigen. Zum Beispiel sind zwei technische Kommissare hier, die die Sicherheit der Autos vor dem Start prüfen. Da gibt es Zeitnehmer, die also in der Lage sind, die Fahrzeiten auf die Zehntel, mit Lichtschranke auch auf die Hundertstel Sekunde zu messen und dann das weiterzugeben. Da gibt es einen Auswerter, der die Zeiten in den Computer einfüttert und dann hinterher auf den Knopf
gedrückt und dann laufen die Ergebnisse aus dem Drucker heraus. Und es gibt natürlich den Chef, den Rallye-Leiter, und der hat meistens noch einen Organisationsleiter dabei, der sich um den nicht sportlichen Teil kümmert, dass alle Funktionäre hinterher, ich sag mal, eine Bratwurst und ein Bier bekommen, dass die Leute, die untergebracht werden sind, ein Bett für die Nacht haben, dass das, was hier bei der Silberstrom-Rallye sehr schön gemacht wird, dass ein Beiprogramm gibt mit Festzelt, mit Musik. Da kümmert sich meist der Rallye-Leiter nicht drum, sondern es gibt einen Organisationsleiter. Und so kommt man, wenn man das alles mit 4 Wertungsprüfungen und so zusammenzählt, auf diese große Zahl an 170, wahrscheinlich sogar noch ein paar mehr Leuten. Nun stelle ich mir immer die Frage bei der Rallye, woher wissen eigentlich die Fahrer genau, wo sie langfahren müssen? Das wissen die heute Abend für morgen überhaupt noch nicht. Die Fahrer fahren, oder sagen wir es anders so, die Strecke bleibt bis zum Veranstaltungstag geheim. Und am Morgen des Veranstaltungstages bekommen die Fahrer Streckenskizzen von den 4 Wertungsprüfungen und sie bekommen ein sogenanntes Roadbook. Und dieses Roadbook ist eine Anweisung, die eigentlich so funktioniert, als würde man laufend einen Vorwegweiser vor Augen haben. Eigentlich ist das so etwas wie ein auf Papier gedrucktes Navigationssystem. Sowas kennt man heute. Das hat es aber früher in der Rallye-Geschichte halt noch nicht gegeben. Und da gibt es eben ein Zeichen, das heißt so, an der nächsten Ampelkreuzung fährst du geradeaus drüber. Oder 520 Meter später gibt es einen kleinen Abzweig und da fahren sie rechts rein in die Hans-Sachs-Straße. Es ist also kein Kreuzworträtsel und keine komplizierte Sache, sondern man macht es dann dem Beifahrer, der dem Fahrer das ansagt, so einfach wie möglich, weil man über die Orientierung keine Entscheidung treffen will. Man will die Leute einfach nur ganz sauber über die Strecke lotsen. Und irgendwann steht man dann beim Start zur ersten Wertungsprüfung und dann hat man auch noch so nebenbei das Roadbook dabei, damit man die Strecke findet. Aber dann macht der Beifahrer noch eine zweite Arbeit und die ist noch wichtiger, dann macht er das, was wir in Deutschland meistens das Gebetbuch nennen. Gebetbuch klingt jetzt so ein bisschen sehr streng, aber es kommt daher, dass der Beifahrer halt vorliest, vorbetet und in diesem Gebetbuch sind auf den abgesperrten Rennstrecken alle Geraden, alle Abzweige, alle Kurven mit leicht, mittel, scharf, alle Kuppen mit geht voll oder leicht bremsen, die Längen der Geraden zwischendurch und alle Besonderheiten, die noch interessieren, zum Beispiel, wenn mal ein kurzes Stück Schotter dabei ist, drin, die schreibt der Beifahrer auf im Zusammenspiel mit dem Fahrer und wenn es dann ernst wird, dann liest er es genauso wieder vor und dann kann der blind über diese Strecke fahren, von der er sich vielleicht 1, 2, 3 markante Punkte im Kopf hat merken können. Aber alles andere muss übers Ohr dann dem Fahrer vorgebetet werden. Das wäre nämlich schon die nächste Frage gewesen. Die müssen ja dann irgendwie über Mikrofone und Kopfhörer und sowas kommunizieren, weil Rallye-Autos sind ja schon recht laut, wenn die Gas geben. Ja, heute ist das Standard, dass man über Kopfhörer und Mikrofon arbeitet in früheren Zeiten. Und heute zum Beispiel bei den sogenannten Gruppe G-Autos, das ist eine Kategorie, wo die Technik, also Motor zum Beispiel, serienmäßig bleibt. Da hat man das noch mit laut brüllen versucht, aber heute sind die modernen Rallye-Autos in der Regel so laut, dass man ohne diese technischen Hilfsmittel nicht auskommt. Die Mikrofone und die Kopfhörer sind in den meisten Fällen in die Helme fest integriert, sodass man da auch einen sehr guten Empfang hat. Nun haben wir ja auch schon gehört, manche Rallye-Fahrer sollen ja schon so schlau gewesen sein, die Wertungsprüfungen, auch wenn die noch gar nicht bekannt sind, so wie ich das jetzt eben vernommen habe, schon mal vorgefahren sein sollen. Müsste das dann nicht zur Disqualifikation oder irgend sowas führen, wenn sowas bekannt wird? Das ist auch so. Die Strecken dürfen am Vormittag der Veranstaltung in einem bestimmten Zeitraum zweimal besichtigt werden, zweimal, um einmal diesen
dieses Gebetbuch zu erstellen und beim zweiten Mal zu kontrollieren und gegebenenfalls zu verbessern. Und vorher ist es nicht erlaubt. Wenn einer vorher erwischt wird, dann heißt das in aller Regel, er darf nicht mitmachen. Früher war das Thema viel akuter, weil es diese Besichtigungsmöglichkeiten früher nicht gab. Und jeder versuchte dann, irgendwie sich einen Vorteil zu verschaffen. Und deswegen gibt es die Geschichten von vorher heimlich trainieren. Seitdem man das ganz offiziell am Veranstaltungstag zweimal abfahren kann, hat die Diskussion darüber deutlich nachgelassen. Man sollte allerdings auch so ehrlich sein und sagen, wenn eine Rallye schon 10 Jahre läuft, da sind nicht jedes Jahr alle Prüfungen neu. Da gibt es Fahrer, die immer dabei sind. Die sind einfach die Prüfungen schon in ihrem Leben beim Wettbewerb ein paar Mal gefahren. Und vielleicht fahren die auch vorher mal auf Verdacht rüber und gucken mal, ob noch alles so steht, wie sie es im Gebetbuch haben. Ein altes Gebetbuch vom Vorjahr zu nutzen, wäre zum Beispiel nicht verboten. Aber wenn heute einer erwischt worden ist auf einem gesperrten Feldwirtschaftsweg, dann denke ich, hätte er morgen schlechte Karten. Nun haben wir schon über Verbote geredet, zumindest dass vorher nicht die Prüfung abgefahren werden darf oder getestet, außer an dem Vormittag. Was gibt es noch alles so für Verbote bei Rallyes? Es gibt natürlich einen riesen Regelkatalog und da gibt es jede Menge Vorschriften und manche Vorschriften heißen natürlich auch, wenn man dagegen verstößt, dann darf man nicht mehr mitmachen. Ich habe mal eine ganz simple Sache. Ich kann jetzt vielleicht heute Abend mal einen Schluck Bier trinken, aber morgen ist natürlich absolutes Alkoholverbot. Da steht nirgendwo geschrieben. Das ist einfach selbstverständlich. Und es gibt natürlich Fahrregeln. Rallye-Fahrer sind es gewohnt, dass sie allein auf der Strecke sind. Wir fahren im 1-Minuten-Abstand und es passiert normalerweise nicht, dass 2 Rallye-Autos sich auf der Strecke treffen. Aber es kann mal einer sehr langsam sein, durch fahrerisches Unvermögen oder durch einen Plattfuß. Und wenn der Hintermann dann aufläuft, gibt es zum Beispiel klare Regeln über die Fairness beim Überholen und Vorbeilassen. Und wenn sich da einer völlig daneben benimmt, dann kriegt er hinterher eine Strafe. Wir haben auch zum Beispiel auf diesen Transportetappen, wo man in aller Ruhe fährt, organisatorisch festgelegte Zeiten. In aller Regel bin ich früher an der Zeitkontrolle als meine vorgeschriebene Zeit. Dann habe ich zu warten. Wenn sich da einer vordrängelt oder die Reihenfolge verändert, auch das kann bestraft werden. Fairness wird großgeschrieben und wer sich irgendwie einen Vorteil verschaffen will auf unehrliche Art und Weise, muss damit rechnen, dass ihm das eine Strafzeit, eine Geldstrafe oder im schlimmsten Fall den Ausschluss kostet. König.